sehen könnt, heute 5 Uhr, 17 Uhr deutsche Zeit. Also nicht deutsche Zeit, sondern 17 Uhr, 5 PM. Das ist die Front Camera, sorry guys. Würde eine riesen Party stattfinden und ich werde auf jeden Fall dabei sein. Übelst geil. Wir sehen uns bei der Party. Music on Stage, MTV Stage. Die Musik, die sie als Beispiel genommen haben, oh, ich hoffe, dass diese DJs das jetzt auch wiederholen, wenn es dann soweit ist. Wir sehen uns da. How's everyone feeling out there today? Holy shit, you guys are looking beautiful. I just want to say thanks to the homie Lil Bro for warming this shit up for us. So make some noise if you're gonna dance hard with us tonight. Alright, let's go. Yeah, under 16 party, woo! Yo, Natalie, I want to see all your motherfucking hands up in the air. There's a water find you. Keep them up, keep them up.
Thanks so much. That was so good. Gerne jedes Wochenende. The final countdown. This is such a fucking awesome thing right here. Again. Are you guys ready to go for one more time with us? Alright. Let's do this shit. Okay, we lock. We lock every Sunday, guys. Dreams take, call it clean break. Es war eine richtig, richtig, richtig geile Party auf jeden Fall. War der Hammer. Und Open Air ist sowieso immer mega geil, wenn man dann noch irgendwie so das Feeling hat von draußen. Richtig, richtig, richtig geil war's. Und auch noch kostenlos. Ah, Hammer. Beste für Backpacker, wenn ihr mal in Sydney sein solltet, in der Nähe, Manly, was alles rum ist, dann merkt euch auf jeden Fall. Moment, es ist direkt hinter mir. Ich kann mit der Frontkamera nicht zoomen. Okay. Was da? Australien. Australien auf. Australian Open of Surfing 2017. Und es wird jedes Jahr aufs Neue gemacht. Und mir wurde gesagt, dass es irgendwie jedes Jahr größer und größer wird, weil es halt immer populärer wird. Und es war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ihr habt ja in meinem Video ein bisschen gesehen, was ich da zusammengeschnitten habe. And we're fucking here, fucking shit up, bros. Australia style, lads. Okay. Das, was er gesagt hat, war nicht unbedingt sehr hilfreich und sinnvoll, was er von sich gegeben hat. Der Inhalt war so gut wie nur ein Wort. Aber so scheint die Australier drauf zu sein. Und ich will nicht lange weiter quatschen. Besucht auf jeden Fall meine Seite, Facebook Hendrix Entertainment, auf jeden Fall YouTube, schreibt in die Kommentare, was das Zeug hält. Yeah, do a video, yeah? Yeah. You wanna come in? Hey, YouTube! Hey! YouTube? It's not YouTube. What is it? Das war's jetzt von mir und wieder schauen, reingauen. Peace! Come on, guys, let's go! Geht auf jeden Fall hin, es ist mega geil, alles ist kostenlos. Und ihr könnt hier verschiedene Sachen ausprobieren. Ihr könnt hier auf eine Harle euch setzen und mal dieses Gefühl haben, wie es denn ist. Sie haben da sogar an der Seite Propeller oder was das da ist gemacht. Sobald du Gas gibst und so, kommt dann halt der Wind entgegen. Die haben es auf dem Gestell drauf, die Harley. Dann war da noch so ein Surfbrett, da habe ich aber mitgemacht, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das war sehr, sehr geil, hat übelst viel Fun gemacht. Und wenn du es probierst, bekommst du Rockstar Energy umsonst und zumindest habe ich das gedacht, du bekommst auch so eins umsonst. Also es ist hier wirklich das meiste kostenlos, es sind ein paar kleine Stände, da musst du halt was bezahlen. Zum Beispiel haben die hier Merchandise ganz viel von den Leuten, die hier Sponsoren sind, wie zum Beispiel Vans, Schuhe-Marke. Es geht eine ganze Woche und ich weiß nicht, ob das jedes Jahr immer die gleiche Woche ist. Es hat zwar übelst viel geregnet, aber es war trotzdem der Oberhammer. Der Regen hat überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, wenn man sich hier bewegt die ganze Zeit und vor allem in der Crowd, wenn dann die Party war der Hammer. Ja, also ich stehe ja voll auf Elektro und die haben halt eine sehr gute Mischung gemacht und das war der Oberhammer. War richtig geil. Und wenn du dann in der Crowd stehst und die ganze Zeit dich dort bewegst und sowas, dann ist das
mega Hammer, wenn dann mal so ein paar kleine Regenschauer kommen. Obwohl es Open Air war, war es halt doch sehr warm zwischen den ganzen Leuten. Ein bisschen gekuschelt, ne? Ihr kennt das bestimmt, wer schon mal auf Party war. Das ist alles so stickig und ekelhaft. Aber ach, Party, Open Air Party ist richtig, richtig geil. Und wie gesagt, alles for free. Das war mein Fazit. Habt auf jeden Fall Spaß, wenn ihr hierher geht. Und ach ja, die haben das wirklich nur für diese eine Woche alles aufgebaut, was hier am Strand ist. Ja, hier im Hintergrund, da könnt ihr die Bahn sehen, die Pipe, die ihr bestimmt in meinem Video gesehen habt. Falls ihr euch das ganze Video angeguckt habt, falls ihr euch das angetan habt, dann danke. Entschuldigung. Dann danke ich euch vielmals fürs ganze Angucken. Ich werde mich bemühen, auf jeden Fall mindestens immer ein Video pro Woche rauszuballern für euch, okay? Also, ich wünsche euch viel Spaß, was immer ihr jetzt auch danach noch machen solltet. Vielleicht geht ihr auf Party, wann guckt, wenn ihr, je nachdem, wann ihr das Video anguckt, habt Fun für mich zu, dazu, bah, okay. Habt einfach Spaß und das war's wieder, euer Handtrixer von Handtrixertainment. Besucht mich auf meinen Seiten, bla 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 bla. Abonniert mich. Peace. Wiederschauen, reingehauen. Wieso heulen denn hier alle, ey? Ich bin jetzt ein Stück gelaufen und hab 4, 5 Mädels gesehen, die heulend in den Armen von Jungs oder anderen Mädels gehangen haben. Haben die Sommerschlussverkauf verpasst von Hunkemöller oder was? Was ist hier los? Hey Leute, wir fahren aus dem Regnen. Und das ist jetzt schon ja, mein zweiter Fluss, der jetzt in den Arsch gegangen ist. Innerhalb von einer Woche. Sehr gut, geil. Danke GoPro. Coole Quali. Peace.